Guten Tag, heute wollte ich Sie mehr Informationen geben über die Zuchtperiode. Wir fangen nochmal mit der Vorbereitung 2 Wochen vor der Anpaarung. Und dann fangen wir an mit verschiedenen Produkten zu geben. Hier starten wir mit Extra Vitality. Extra Vitality sind Zuchtvitamine mit sehr viel Vitamine E drin, die sehr wichtig sind für die Befruchtung. Und auch sehr viel Kalk. Kalk ist auch ganz wichtig für die Eier, die später durch die Weibchen gemacht wurden. Wir haben ein zweites Produkt, Golden Omega Oils. Golden Omega Oils hat eine hohe Konzentration unter anderem in Omega-3, ganz wichtig später für die Entwicklung von Jungtauben. Aber auch, da sind auch Weisenkeimöl drin, ganz wichtig für die Befruchtung. Mit sehr viel Vitamine E. Also wir geben die 2 Produkte über Futter. Wir starten 2 Wochen vor der Anpaarung und wir geben das 2, 3 Tage die Woche. Wir kombinieren die 2 Produkte mit Levulac. Levulac ist eine Kombination von Bierhefeflocken mit Weizenkeimflocken und auch Milchpulver dabei. Auch gut für die Befruchtung und auch später für die Entwicklung von die Jungtauben. Das wir kombinieren die 3 Produkte, 2 Wochen vor Anbau anfangen, 3 Tage der Woche, immer über Futter geben. Ich starte nochmal extra Vitality zu machen über Futter. Das zieht rein und dann der Öl und als letzte Levulac dabei. Nach 10 Tagen, 2 Wochen wurde die Taube angepaart. Wenn die angepaart sind, die 3 Produkte weitergeben, dann gehen später die Weibchen ungefähr nach 10, 12 Tagen legen. Und in dieser Periode, wo die Taube brüten, können sie ein bisschen mit die 3 Produkte abbauen. Die Tauben brauchen dann in dieser Periode nicht so viel Zusatzprodukte. Nach 18, 19 Tagen gehen die ersten Junge rausschlüpfen und dann können wir das 3 Tage die Woche weitergeben, aber dann können wir noch andere Produkte dabei geben für die Entwicklung von den Jungtauben. Und hier habe ich dann Toliamin. Toliamin ist unser All-in-One-Produkt mit sehr hoher Konzentration in Aminosäuren, auch mit Elektrolyten, Minerale und Vitamine. Auf die Etikett von Toliamin können Sie lesen, da steht 15 Milliliter auf 1 Liter Wasser. Aber ich finde besser in der Zucht, um weniger zu geben, dann gebe ich 5 Milliliter auf 1 Liter Wasser. Aber ich gebe das dann wohl jeden Tag. Das, wenn die erste Junge rausschlüpfen, können Sie das jeden Tag ins Wasser geben. Ein letztes Produkt für die Entwicklung von den Jungtauben, ganz wichtig finde ich, ist Immunol. Immunol ist auf Basis von tierischem Eiweiß. Da sind auch Immunoglobuline drin. Ganz wichtig für ein paar Sachen. Durch diese tierische Eiweiß, das ist ganz wichtig für die Entwicklung von den Muskeln zum Beispiel, aber auch sehr gut für den Darm. Sie gehen sehen, wenn Sie das regelmäßig über Futter geben bei den anderen Produkten, 2, 3 Tage die Woche, gehen Sie sehen, der Kot und der Nest immer schön trocken und rund bleibt. Das sind die wichtigsten Produkte, sowohl für Befruchtung als für Entwicklung von die Jungtauben. Können Sie die ganze Zuchtperiode geben? Ich habe hier ein letztes Produkt, ein bisschen als Tipp. Das passiert, wenn Jungtauben im Nest liegen, Jungtauben von 6, 7, 8 Tagen, dass der Kot und das Nest etwas dünner und wasserig wird. Das ist manchmal keine Krankheit, das kommt durch diese Altauben, trinken dann zu viel Wasser. Da sind mehr Stoffwechselprobleme und die geben dann viel Wasser an die Jungen. Und indirekt kriegen sie natürlich dann nasse Kot und das Nest. Das ist keine Krankheit, aber das ist ganz einfach zu lösen, wenn Sie dann 5, 6 Tage Elektrolytbalance ins Wasser tun. Dann ist das Problem direkt aufgelöst. Aber nur geben, wenn es Probleme sind mit dünnerem Kot. So, das ist unser Zuchtpaket mit dem wichtigsten Produkt für die Zucht.
Sollten Sie noch extra Fragen haben oder wollen Sie mehr Informationen über unser Produkt haben, können Sie immer auf unsere Internetseite gucken, www.schroeder-tollison.com. Dankeschön.